Sterben die Deutschen aus? Ja oder nein? Ja, nein, was weiß ich. Ich glaube schon, die Gefahr ist groß. Ich kann dazu nur eins. Die Ursula von der Leyen kann Deutschland auf Dauer nicht alleine mit Kindern versorgen. Also packen wir es an. Danke, Herr Stoiber. Das wünscht man sich doch, oder? Das wünscht man sich doch. Ich muss ja vielleicht auch ganz kurz zugeben, ich war ja persönlich, also auch auf die Gefahr, dass ich mich jetzt unbeliebt mache, aber ich war ja sehr froh, als ich hörte, dass der Problembär also letztlich dann doch da hingekommen ist, wo er auch hingehört. Ottfried Fischer ist wieder zu Hause. Und als Ottfried Fischer fremdgegangen ist, da muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte ich mir gewünscht, es hätte eine Sondersendung gegeben von unserer beliebten Kabarettshow Ottis Schlachthof. Und das Tolle ist, es gab sie. Sie durfte nur bisher nicht ausgestrahlt worden. Doch, vorgestern habe ich sie gesehen, zufällig abends beim Seppen. Liebe Stammtisch, Brüder und Stammtisch, Schwestern. Das letzte Jahr war ein bisschen schwierig für mich. Ich bin immer fremdgegangen. Heute Abend möchte ich über dieses Thema mit meinen Gästen reden. Mit Jochen Busse, Richard Rogler und Matthias Richling. Jochen Busse. Bist du auch schon immer fremdgegangen? Also ich kann es wirklich nicht glauben, dass so wenige Monate nach dem Tod von Rudi, Gott hab ihn selig, Karel, dass mit diesen Worten über das Fremdgehen einfach so gesprochen wird. Lieber Fremdgehen als Ganzgehen. Was sagst du dazu, Richard Rogler? Also hör mal, was ist das denn für ein Thema, Fremdgehen? Weißt du, was ist das denn für ein Thema für das aufgeklärte politische Kabarett? Weißt du, Fremdgehen, ich bitte dich. Weißt du, ich kann das wirklich nicht mehr hören. Außerdem frage ich mich, was macht eigentlich dieser 7-Tage-7-Köpfe-Comedy-Schwachmat Jochen Busse hier am Tisch? Weißt du, was ist das denn für eine Lebensbilanz? Jochen Busse, jahrelang die dummen Witze von irgendwelchen dahergelaufenen drittklassigen Comedy-Autoren in irgendwelche blöden RTL-Kameras zu seien. Weißt du, ich sag dir was, ein Komiker, der seine Texte nicht selber schreibt. Das ist wie ein Metzger, der kein Fleisch frisst, ja? Also, ich sag dir was, Jochen Busse und politisches Kabarett, das geht nicht. Wie will ich denn mit einem McDonald's-Junkie über ein Vier-Gänge-Menü diskutieren? Vier-Gänge-Menü und Seitensprung. Geht das zusammen? Matthias Richling. Nein, natürlich nicht. Ich habe schon sehr, also ja, ich habe mich schon sehr gewundert, als ich gehört habe, dass ausgerechnet du, Otti, fremd gegangen bist. Ist natürlich in bester Gesellschaft. Der Schröder ist ja auch mehrfach mit dem Punkten. Ja, und der Schröder ist ja mehrfach mit dem Putin im Kreml. Ja, hast du nicht gemerkt? Ich bin fremd. Und auch die Merkel, ich mache ja die Merkel, die Mundwinkel runter. Komm mal wieder runter, Regling. Wir sind hier nicht beim Scheibenwischer. Also wenn ich dazu auch noch mal was sagen darf. Weißt du, Otti, als du der fremdgegangen bist, ich habe mir die ganze Zeit nur eine einzige Frage gestellt. Wie hast du das gemacht? Das möchte ich auch gerne mal wissen.
Aber Freunde, ich kann es nicht mehr hören. Fremdgehen, was ist das denn für ein Thema fürs aufgeklärte politische Kabarett? Weißt du, Fremdgehen, da können sich irgendwelche dahergelaufenen drittklassigen Jungcomedians beschäftigen. Aber doch nicht wir. Das aufgeklärte. Also der Rudi hat damals bei 7 Tage 7 Köpfe. Hat der Rudi. Genau, der Rudi, das wäre wahrscheinlich der Richtige. Also weißt du, der Rudi, ich kann es immer noch nicht glauben, dass so über den Rudi gesprochen wird. Weißt du was, Busse? Wenn du den Rudi so vermisst, dann geh doch dahin, wo er jetzt ist. Weißt du, ich kauf dir auch die Zigaretten, da geht's schneller. Starker Tobak. Matthias Riechling, von dir wissen wir noch gar nichts. Nein, das ist auch besser so. Ich mache lieber den Münze. Franz Müntefering, ja, ich mache hier Münze. Münze mache ich mal. Ja, ich könnte stundenlang könnte ich Münze. Ja, Münze, unser Arbeitslosen und Assozialenminister, ja! Münze, Riechling, komm mal wieder runter. Genau, Matthias, er hat dich was gefragt. Das politische Kabarett kann nun wirklich nicht auf alle Fragen auch eine Antwort geben. Doch, mein Freund, genau das muss es. Jeder Satz eine Anklage, jedes Wort ein Angriff aufs falsche System, jede Silbe ein Treffer, mitten rein in die blutende Wunde der kaputten Gesellschaft. Das ist Kabarett, liebe Freunde. Oh, Jesus. Jochen Busse, mach schnell einen guten Gag. Ich kann keinen Gag mehr machen, weißt du, ich bin nie fremdgegangen. Wenn du jahrelang mit dem Rudi zusammenarbeitest, dann kannst du Frauen irgendwann einfach nicht mehr sehen. Genau, der Rudi, das war doch die Oberdrecksau. Der hat sich doch genommen, was ihm vors Rohr gelaufen ist. Aber Rogler, du bist doch auch im Scheibenwischer. Denke an das politische Kabarett. Politisches Kabarett, schön und gut. Aber man wird ja wohl noch seine Meinung sagen dürfen. Also, ich mache lieber die Merkel und den Müntefering. Nein, das machst du nicht. Der Richard Rogler bekennt sich jetzt mal. Rogler, wie ist es denn bei dir mit dem Fremdgehen? Dazu sage ich nichts, mein Freund. Warum denn nicht? Weil meinen Autoren verdammt noch mal kein guter Gag dazu eingefallen ist. Das war's für heute, Marty Schlachter. Hab auch noch einen Gag. Den hat mir keiner aufgeschrieben. Der ist mir selber eingefallen. Jetzt kommt er. Das war's heute, Marty Schlachthof. Zum Thema Fremdgehen sage ich nur eins. Bis zum nächsten Mal.